Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere mit dem Spiel von Bayreuth. Ist jetzt schon das nächste Spiel, ich spiele am Februar 23, Viertelfinal, Auswärtsspiel in München. Beim großen FC Bayern München treffen wir. Wir sind gerade voll in der Krise, also wir haben von den letzten vier Spielen nur ein einziges Spiel gewinnen können. Und ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöder. Gut, dann gebe ich so, schwarz bleibt. So. Ja, wir sollen leider noch mal noch einen älteren Spieler. Ich muss leider, wie gesagt, ein bisschen auf meine. Mal ein bisschen abweichen von dem. Ihr seht jetzt gleich nicht. Ich gucke gerade. Weil ich brauche einen älteren Spieler. Nicht, dass ich ihn brauche jetzt unbedingt. Sondern ich muss schauen. Dass ich. Ja, ist jetzt wurscht, weil. Ich muss ihn jetzt so verpflichten, weil ich brauche ihn eigentlich nicht. Theoretisch. Weil ich muss die Aufgabe lösen. Ich will keine Lust, um das zu werden. Wie so eine blöde Aufgabe. Freigabe. Ach komm, geht's. Nimm die halt. Nimm was? Da, tschüss. Ist mir egal. Schade. Ich muss tatsächlich jetzt gucken, dass ich jetzt einen alten älteren Spieler bekomme. Das ist halt, das ist es halt jetzt einfach. Komm, jetzt sag mir bitte, dass ich das haben will. Gehalt anschließend, ja. Ich jetzt eigentlich alle flachsen. Jetzt wollte ich jetzt alle gucken, dass ich jetzt. Ich will jetzt tatsächlich. Wie gesagt, es geht nur jetzt auch mal die Aufgabe zu erledigen. Normalerweise weiß ich, dass ich die nicht darf, dass ich keine Freispieler verpflichten darf. Sporadisch. Ja, komm, scheiß drauf, ist mir wurscht. Na komm, ist okay, die Aufgabe ist gelöst. Ich muss nur einzig die Aufgabe lösen. 35-jähriger Keeper, aber ist jetzt eigentlich nur darum da. Ist sogar eine Abendsatzung. Da gut, habt ihr so Freiheit, ne? Wie gesagt, ihr seid. Das ist ein 76er Keeper? Okay. Ist aber jetzt nicht schlimm. Nein. Ist jetzt tatsächlich. Ich will ihn jetzt natürlich direkt wieder verkaufen. Ich jetzt einzig nur die Aufgabe gelöst, ne? Warte mal kurz gucken. Genau, das ist die Aufgabe. Also ich brauche nur, das ist jetzt unwichtig, aber die Aufgaben ist jetzt erstmal geschossen an älteren Spieler. Gut, es ist eine Marktpräsenz, aber die Finanzen, das ist das Böse. Aber egal, ist nicht schlimm. So, gehen wir rein ins Match gegen den FC Bayern. Und ja, auf geht's. Gehen wir aber in die Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten.
Klar, wir werden einfach alles geben. Klar, ist ziemlich stark. Damit gut. Sind wir am Ende dieser. Genau, am Ende dieser Veranstaltung geht's rein ins Match. Auf geht's. Pokalrunde, Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Ich denke, so passt das von der Startelf. Wenn wir so aufspielen. Wie gesagt, wir haben eh nichts zu verlieren. Wir kommen komplett aus der Krise. Es wäre natürlich krass, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, aber ich rechne selber nicht damit. Naja, mal schauen. Erstmal alles geben. Und wenn es passt, wunderbar. Wenn nicht, dann ist es halt nicht. Ist es halt machbar. Nicht. Schauen. Danke. Na gut, egal. Ich glaube, Training brauchen wir nicht. Gehen wir rein ins Match. Heute feiert er seine Premiere. Endlich, nach all den Diskussionen, nach all dem Vorgeplänkel. Heute gilt's und wir sind live dabei. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Der Bayern hat natürlich groß aufgebaut. In den Kader, also groß eingekauft. Hallo, liebe Fußballfans. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Für mich sind die Gastgeber ganz klarer Favorit. Weiterkommen eigentlich Formsache. Aber wir sollten uns so ein bisschen hüten, hier schon alles als abgemacht anzusehen. Es gab schon etliche Favoriten, die dann am Ende doch noch mit langen Gesichtern dastanden. Also eine Favoritenrolle kann ja auch eine Belastung sein. Wir können ja verlieren. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Matthijs de Ligt spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. Sadio Mané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und vorne haben wir bei ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Auf geht's ins Match. Da kommt der lange die Null halten und dann schauen vielleicht die kleine Überraschung zu sein. Die große, ganz große Überraschung. So, ich komme, wie gesagt, voll aus der Krise. Letztes Spiel verloren mit 3:4 gegen Saarbrücken. Und vielleicht jetzt mal Noah. Das könnte es sein. Erste Chance für Bayreuth. Das wäre es natürlich schon gewesen mit dem frühen Führungstor. Gnabry im Ballbesitz. Praktisch. Ganz energischer Einsatz. Matip feiert hier sein Debüt. Sie wollten ja nochmal in der Innenverteidigung nachlegen. Das haben wir jetzt Schiri getan. Das ist ein toller Neuzugang. Er hat schon gehört, Schiri. Mit dem wird diese Mannschaft nochmal deutlich stärker. Hat er Glück, dass er keine Karte sieht. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen gezogen. Ein bisschen sehr gezogen. Ach, da ja, Steiner. Na komm, geh doch rein. Nein, halt nicht. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Kimmich. Ja. Besitzt Müller. Müller. Da suchen sie jetzt die Lücke. Erstmal die Chance. Und da geht der Spieler dazwischen und Mané hat den Ball verloren. Ulrich. Da wäre jetzt Platz. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Schade. Ja. Also machen wir so, wir sind ein bisschen. Ja, George. Eklach. Neuer. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Freistoß Bayern. Okay, ich dachte, er fällt gerade jetzt mit da. Aber hast du nicht. De Ligt. Und jetzt Müller. Schöner Aktion. Ah,
Das ist doch nicht bitter, jetzt ist Goretzka da durch, ist Kroll und Horn sagt. Thomas Müller! Müller ist auch dran! Jetzt haben auch die Bayern ihre Chancen. So langsam, wir sind zu weit offen gestanden. Kurze Ecke jetzt. Mit Jan Jobs. 2-4 und das wird Einwurf geben. Zieht nach hinten. Thomas Müller. Müller jetzt. Mein lieber Schwan, das war. Nein, der Schiedsrichter. Kann das auch schnell Elfmeter geben. Nein. Sie unterstützen gut. Der Ball beim Torhüter. Naja, vorne war. Langer Ball auf Gnabry gegen Lippert. Oh, da geht er voll ins rein mit seinem Pfiff. Fast sein Eigentor. Alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Das ist so ein Spieler, da hoffen alle, dass er auf der Karrierestation noch mal glänzen kann. Ich glaube, danach wird Schluss sein. Nottingham. Ja, ich komme nicht rein in die Momentum. Wo er spielt, als Konterstürmer da vorne. Jetzt Thomas Müller. Lippert. Ja, den wollte er spielen. Guter Mach. Guter Ball. Latein. Oh. Boah. Keine Schwierigkeiten wieder für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Ja, schade. Ja, mal so, wir spielen ein bisschen mit. Spiel mit mäßigem Unterhaltungswert. Tore. Keine Chancen, Mangelware und ich habe nicht das Gefühl, dass es noch viel besser wird. Neuer. So wird das nichts mit dem Tor. 0-0 zu Pause. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung. Nee, der war nicht drin. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussion. Ja, eben, wollte gerade sagen, hab ich ja kein Tor. So eine Ecke für uns. Die kommt, aber die ist nicht gut. Und Pause. 0-0. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Und viele Chancen hat die Bayern auch nicht. Das ist immer mehr oder weniger ein dicker Erfolg. Und dann gucken wir mal, ob wir in den zweiten Halbzeit ein bisschen was machen können. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Ja, schön. Klasse ausgetrickst. Jetzt ist der Platz da. Novoa 0-1. Der erste Treffer. Der Außenseiter Spiel. Führt. Er ist wieder zurück. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Und deswegen ist er auch reingekommen. Die Frage ist, ob er jetzt wieder 1-1 steht, weil er hat ja, glaube ich, schon Pokal getroffen. Ich glaube, er hat den Hoffenheim das Siegtor gemacht, nämlich, ne? In der letzten Runde. Ne, 5 Tore und 4 Partien. Alles klar. Es ist nicht auf 0, sondern es ist tatsächlich, es geht weiter. Rückstand für die Bayern. Jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Ball im Seitenhaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Einwurf Bayern. Die sind natürlich ein bisschen zu, die sind natürlich jetzt voll auf Zugzwang. Müller verliert hier den Ball. Ja, es ist jetzt ein bisschen auf Kampf. Er zieht vorbei. Mané, er ist jetzt. Mané! Er versucht es einfach mal, aber es bleibt halt beim Versuch. Kann er besser, kann er viel, viel besser und das weiß er auch selbst. Wechsel jetzt bei den Bayern. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Matip
Das war wichtig, weil wenn der nämlich, wenn der Gian Giorgio ein bisschen früher reingekommen wäre, dann wäre es vielleicht sogar so gewesen, dass er frei zum Keeper. Da passt der Torhüter auf. Puh, der auch nicht, der das Ding. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ja, das ist die kurze Variante. Starke Arbeit. Ball fallen aus der Bayern wieder vorwärts gegangen in der eigenen Ecke und jetzt geht's mal über die so, linke rechte Seite. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Gute Aktion, Joel. Ja, jetzt muss er. Das war, jetzt muss ich da durchwechseln. Doppelwechsel jetzt. Die linke Seite mal neu aufstellen. Martin klärt. Ja, Martin hat es gut gemacht, er ist den Kopf wohl runtergefallen. Die Lücke auf außen. Das ist natürlich ein guter Pass. Mané. Da ist er da, den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Gutes, frühes Stören. Und jetzt wieder Ist jetzt zu. Sie bieten sich an. Oh, da trifft er die Latte. Was für ein Bang! Der hat zweimal. Den noch gehalten, aus der jetzt kann Bayreuth sich ein bisschen bedanken. Die Bayern wechseln. Da kommt die Ecke. Nein, keine gute Befreiung hier. Erstmal Gefahr bereinigt. Eckhoff. Könnte den Konter geben. Jetzt kann die da der Wechsel ziehen. Da, der Konter. Eglow. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Und zu einfach. Er sich natürlich. Ja, da machen sie zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. De Ligt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Müller. Ball. Oh, Perry. Guter Steilpass. Und Nova kann es vielleicht jetzt endgültig zumachen. Nova 2-0. Jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Tor Nummer 6 für ihn. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr kein. Auf jeden Fall hat er Doppelpack gemacht. So, jetzt kann ich die drei Wechsel ziehen. Und jetzt Petersen kommt jetzt neu. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Das ist viel zu einfach. Und da kommt er. Nein. Schiri, der hat schon gelb. Freistoß gegen den FC Bayern. Ah, das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein. Ja, ich habe gelb gegeben. Nicht ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Ganz souverän. Man muss es draufhalten. Es sieht wohl nach Halbfinale aus, Martin. Liebe Leute. Ich hätte es nicht gedacht. Die Bayern mit dem Ballverlust. Bayern mit Ballverlust. Also vielleicht jetzt mit dem finalen Ballverlust. Meier. Und das wäre es fast gewesen. Nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Meier jetzt fast nutzen müssen. Tatsächlich. Gnabry. Ball bei Matip. Müller am Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Neuberger. Neuer. Super Parade. Das war's. Schiri, pfaff ab. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus?
die Riesenchance. Nein, das wär's doch gewesen. Aber es reicht. Bayreuth steht im Pokalhalbfinale. Das ist natürlich eine Überraschung. Wer hätte das gedacht, dass die hier die nächste Runde erreichen? Ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Und so ist es im Fußball. Von diesen Geschichten lebt er. Und für die muss nach diesem Auftritt hier, wenn wir das zugrunde legen, was wir gesehen haben, noch lange nicht Schluss sein. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Heute hat einfach alles gepasst. Klasse Auftritt von ihm und auch vom Rest der Mannschaft. Ja, Doppelpack Noah, der hat es tatsächlich heute gemacht und schießt ins Pokal-Halbfinale. Jetzt ist der Platz da. Bevor ich den wieder zurückgekriegt habe, dass ich zwei meiner Spieler zurückgekriegt habe, die ich eigentlich so mehr oder weniger ausgeliehen hatte. So, Bielefeld-Leverkusen, das Spiel wird laufen. So, gucken wir mal. RB weiter. Wolfsburg raus. Leverkusen, gut, Leverkusen weiter. Ja, dann treffen wir uns auf einen, der großen Teams. Aber wir haben die Bayern ausgeschaltet. Kann man schon mal mitleben. Hätte ich gedacht. Hoffen wir in letzter Sekunde die Bayern im der regulären. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Man muss es so sehen, das ist einfach, dass das 2-0 noch zu niedrig ist. Wie gesagt, der Weise war in der Krise. Wenn man so sieht. Vielen Dank für diese Aussagen. So, nächster Gegner ist der SC Verl. Das? Ja, jetzt Moment, sehen wir uns gleich wieder an. So, die 1 Million, die mal auf unser Konto geht. Ne? Für das Geld kannst du schon mal den einen oder anderen Spieler verpflichten. Naja, wir sehen uns dann wieder. Freue mich, wenn du einschalten würdest, morgen wieder um 14 Uhr gegen Verl. Bis dann, ciao.